Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder mal für das Thema Kinderschuhe mit interessieren. Ich habe dieses Mal ein tolles Thema für euch und zwar Barfußschuhe für breite Füße. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich meine unsere Abonnenten, da leuchtet dann ja sowieso die Glocke auf. Und für alle anderen, klickt einfach wieder mal rein. Es ist höllisch interessant. Bis nachher. Hallo, ich bin Babette, ich habe ein eigenes Kinderschuhgeschäft in Leipzig und verkaufe schon seit mehr als 30 Jahren Kinderschuhe. Die Zeiten gehen weiter, die Füße entwickeln sich weiter und wir haben es also auch in letzter Zeit wieder vermehrt mit Nachfragen zu tun, die also breite Füße befassen, handeln, die auch beschuht werden wollen. Und insbesondere im Thema Barfußschuh führt ja jetzt auch heutzutage nichts vorbei. Ich hatte ja schon in einem der letzten Videos mit erklärt, dass wir praktisch sozusagen von schmal, mittel und jetzt auch in weiten Größen sehr präsent sind. Und da dachte ich mir, ich nutze einfach mal die Gelegenheit und stelle euch diese beiden Lieferanten einmal vor. Das wäre zum einen Girl for Kids, eine wunderbare Kollektion in einer wunderbar weichen Ausführung. Wie man auch sieht, ich sag mal, flexibler geht schon eine Sohle gar nicht. Oder wie heißt es so schön, noch weniger geht nicht. Dann könnte man auch gleich eine Tüte nehmen. Ja. Und auch hier auf der anderen Seite die Modelle von Frodo. Wie man natürlich hier schon an der Laufsohle erkennen kann, die sind schon alle etwas weiter gehalten. Ich sage jetzt mal, als die klassische mittlere Weite von Philly. Ich glaube, das erkennt jetzt sogar der Laie. Das heißt also, hier können wir den Ansprüchen gerecht werden, die sonst immer jetzt nachgefragt worden sind. Ja, warum gibt es bloß Barfußschuhe, hauptsächlich für die mittleren Weiten? Das ist natürlich auch wieder die einfache logische Erklärung, im mittleren Bereich wird mehr verkauft. Und aber die breiteren Füße werden stärker nachgefragt. Ganz einfach, durch das viele Barfußlaufen zu Hause, bekommen viele Kinder jetzt breitere Füße. Ja, also wenn man das über Jahre praktiziert, ist es nun mal statistisch erwiesen, dass der Kinderfuß oder überhaupt auch der Erwachsenenfuß sich sozusagen ausbreitet. Ich habe ja Platz, nichts engt mich ein. Es fehlt die natürliche Barriere oder der natürliche Rückhalt. Und demzufolge werden also die Fußformen immer breiter. Man kommt nicht mehr so in ganz klassische F-Leisten hinein, auch als Erwachsener nicht. Man geht dann schon in den bequemeren, in den G-, H- und K-Leisten hinein, weil da ich einfach mehr Platz zur Verfügung habe. Diesen Anspruch haben wir bei unseren Kinderschuhen auch. Das heißt, wir haben explizit danach gesucht, wer arbeitet jetzt auch von der Auftrittsbreite, nicht nur vom Volumen nach oben hin, sondern generell in der Auftrittsbreite breiter als Philly und als Frodo in der normalen Kollektion. Und siehe, auch da sind wir wieder bei Frodo fündig geworden. Wie ich sehe oder wie ich euch mal zeigen kann, haben wir hier auch mal tolle Vertreter aus dieser Kollektion mal rausgesucht. Also selbst halboffene Schuhe, muss ich sagen, wunderbar verstellbar für den schmalen wie auch für den höheren Spann. Optimal von der Verarbeitung her. Und dann muss ich natürlich immer wieder sagen, was mich bei Coel so begeistert, das Kalbslederfutter. Absolut wertig, hochwertig in der Verarbeitung, dickes Kalbsleder, was hier als Decksohle mit verwendet wird und damit natürlich eine unglaubliche Weichheit im Schuh selber. Also ich sag mal, das ist wie dann ähnlich bei den meisten italienischen hochwertigen Lieferanten. Diese Schuhe muss man nicht erst einlaufen, die schmiegen sich gleich an den Fuß ran. Noch schöner, noch besser geht's nicht. Auch hier wieder bei Frodo schöne klare Farben in Glattleder, so wie es öfters gewünscht wird, mit einer leicht hochgezogenen Spitze, dass das Ganze noch ein bisschen robuster erscheint und auch ist. Und auch, aber auch hier wieder wertig, weil ich habe einen wunderbaren, weichen Schuh, den ich richtig verdrehen kann. Natürlich ist beim Glattleder immer die Struktur etwas fester. Also man wird schon leichte Unterschiede im Schuh mit feststellen können. Gerade zwischen Coel, zwischen Philly, zwischen Frodo. Aber das ist natürlich auch gewollt. Wenn ich dreimal dieselbe Lederqualität habe, wäre das irgendwo Nonsens. Also verwendet natürlich auch jeder Lieferant seine eigenen Qualitäten. Und ich muss sagen, sie haben super, eine super Passform.
Um euch das auch noch mal zu zeigen wegen der Weite, ich sprach davon wegen der Auftrittsbreite des Fußes. Und dann nehme ich mal so die ganz klassisch mittlere Sohle, die jetzt hier beim Philly mir mal so zur Verfügung steht und vergleiche das mal hier mit dem Frodo. Und so pflege ich das auch immer gerne meinen Kunden zu zeigen. Also wie Sie sehen, gerade im vorderen Fußbereich legt der Frodo hier noch mal gute 6-7 mm in der Auftrittsbreite dazu. Wer es also braucht, Leute, wir haben tolle Schuhe, es gibt tolle Kollektionen. Man muss die Füße nicht einengen. Jetzt, wie gesagt, kann man wirklich davon ausgehen, sind wir richtig gut aufgestellt. Und damit kann ich bloß sagen, lasst Farbe ins Spiel kommen. Die kommende Kollektion oder die kommenden Zeiten, der Frühling, schreit ja praktisch förmlich dazu. Auch wenn wir Klassiker wie den von Coel in dunkelblau haben. Aber ihr seht, wir setzen dann hin und wieder auch nochmal auf ein bisschen Farbe. Es soll ja Spaß machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und einen lieben Gruß an alle Eltern und unseren Abonnenten, wo dann wieder die Glocke kommt. Tschüss.